Hallo Freunde des gepflegten Counter-Strikes. Heute widmen wir uns einem Thema, das wortwörtlich der Mittelpunkt des Spiels ist. Dein Fadenkreuz. Kennst du nämlich den Unterschied zwischen einem klassischen, einem Status-klassischen und einem traditionellen Crosshair? Und was für welche Pros verwenden? Nein? Dann bleib dran und erstelle so dein eigenes perfektes Fadenkreuz. Begeben wir uns also unter den Einstellungen Spiel und dort unter den Reiter Fadenkreuz. Exportiert zuerst mal euer bestehendes und speichert euch den Code, um es notfalls wiederherzustellen. Starten wir also mit den Funktionen des Crosshairs, beginnend mit den Stilen. Das Klassische öffnet sich sowohl beim Bewegen als auch beim Schießen. Das Statisch-Klassische behält jedoch immer seine Position. Dem Traditionellen ist dein Movement egal, unterstützt dich jedoch beim Erkennen des Spray Resets. Eine weitere Funktion ist die Eigenbeschusswarnung. Diese gibt euch einen Hinweis, ob ihr auf eure Kollegen zielt, indem dein Fadenkreuz durchgestrichen wird. Seit CS2 gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass es eurem Rückstoß folgt. Dies scheint verwirrend auf den ersten Blick. Für neue Spieler hingegen kann es sicher ein guter Weg sein, Rückstoßverhalten zu lernen und zu verstehen. Auch können wir noch einen Mittelpunkt aktivieren, wenn gewünscht. Soweit zu den Funktionen. Jetzt können wir das Aussehen bestimmen. Mit den Länge, Stärke, Abstand und Kontursleitern regeln wir die gewünschten Parameter, welche auch den Mittelpunkt beeinflussen und können mit mehr Stärke als Länge sogar ein Quadrat erreichen und würden dann die Länge als Stärke verwenden und umgekehrt. Also probiert es aus und gebt eurer Fantasie freien Lauf. Schreibt mir doch gerne eure Crosshair-Codes in die Kommentare. Dann kann ich eure Crosshairs gerne mal in einem Matchmaking ausprobieren. Das kann ja nur lustig werden. Gebt dann eurem Fadenkreuz mit Rot-Grün-Blau noch den letzten Schliff und stellt ein, wie blickdicht euer Fadenkreuz sein soll. Dies ist wichtig, um Gegner bei einem größeren Fadenkreuz nicht zu verdecken und immer noch die perfekten Headshots zu treffen. Neu in CS2 ist auch der sogenannte T-Stil. Ist dieser aktiviert, verschwindet einfach der obere Strich eures Fadenkreuzes. Verschiedene Waffen, verschiedene Genauigkeit. Um auch dies zu verstehen, könnt ihr einstellen, dass der Abstand aufgrund eurer Waffe angepasst wird, wie hier zu sehen zwischen der AK und der Glock. Wollt ihr aber auch während des Spielens die ungewöhnlichen Fadenkreuze eurer Freunde oder sogar aller Spieler sehen, wählt hier die entsprechende Option. Auch könnt ihr wählen, ob beim Zuschauen eines Spots, aber auch beim Übernehmen dieses, euer Crosshair angezeigt werden soll. Kommen wir jetzt zu den Pro-Settings. Alle Codes befinden sich natürlich in der Videobeschreibung. Einer der bekanntesten Counter-Strike-Spieler, Simple, verwendet zum Beispiel nur einen Punkt. Andere aber jedoch ein kleines Kreuz mit je mehr oder weniger Abstand. Durch die jahrelange Erfahrung in Counter-Strike reicht ihnen das. Jedoch kann dies nicht so erfahrenen Spielern den ein oder anderen Kill kosten. Hattest du schon mal das Problem, dass du dein Fadenkreuz sozusagen aus den Augen verloren hast? Dann könnte die Ursache ein zu kleines Fadenkreuz sein. Also passt es auf eure Bedürfnisse an und entwickelt es stetig weiter. Ein Pro-Fadenkreuz macht euch noch lange nicht zum Pro. Hoffentlich konnte ich dir damit helfen, dein Fadenkreuz zu finden und auch damit deine Games zu verbessern. Abonniert doch gerne den Kanal, um auch keine weiteren Videos zu verpassen. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann bis zum nächsten Video. Euer Kühni.